Willkommen zurück bei World of Warcraft Dragonflight. Und was war das beim letzten Mal für eine Aufnahme, oder? Wir haben nicht nur die Obsidian-Zitadelle zurückerobert, nein, wir haben auch den Obsidian-Schwurstein und den Rubin-Schwurstein aktiviert und damit zwei der fünf Drachenaspekt-Schwursteine reaktiviert. Alle fünf sorgen dafür, dass die Aspekte ihre Macht wiedererlangen. Und wir haben aber noch was viel Wichtigeres gemacht, denn wir haben die Eier des Obsidian-Schwarms zurück in die Lebensbecken gebracht und damit die Zukunft des Schwarms gesichert. Denn ihr wisst ja noch, anfangs waren ja die Becken gefüllt, bis auf den einen. Ich meine, auch beim blauen Drachenschwarm sind kaum welche drin, aber ein paar, währenddessen der Obsidian ja wirklich leer war, das Obsidian-Lebensbecken. Jetzt sind alle gefüllt und alle Schwärme können fortbestehen. Gut, weiter geht's dann jetzt mit dem grünen, mit dem Smaragd-Drachenschwarm und dafür müssten wir einmal hier unten zur Botschafterin, die die Zentauren kennt, die sich hier in dieser Ebene aufhalten, denn in dieser Ebene befindet sich scheinbar der Schwurstein. Das habe ich nicht ganz verstanden. Entweder ist der Schwurstein hier auf der Ebene oder der Schwurstein ist im Smaragdgrünen Traum. Eins von beidem. Auf jeden Fall können die Zentauren uns helfen zu erfahren, wo die Drachen sind, denn die sind in den Smaragdgrünen Traum gegangen. Das ist ja so eine Zwischenwelt, mehr oder weniger, aus der die Druiden ihre Macht ziehen, um dort den Schwurstein zu verstärken. Iseras Tochter, 5 Ausrufezeichen. Isera selbst ist ja in Legion gestorben und wurde dann in Shadowlands aus ihrem Wildsamen wiederbelebt von der Winterkönigin. Ganz krasse Szene in Shadowlands tatsächlich. Und ist seitdem in den Schattenlanden. Das heißt, Isera selber kommt nach jetzigem Stand als neuer Aspekt nicht in Frage. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Gut, wir gehen aber zuallererst noch einmal hier hin und machen das letzte Rennen und gucken uns mal das Gipfelobservatorium an. Es kann gut sein, dass da auch die letzte Nebenaufgabe ist, das weiß ich nicht genau. Was ich aber ganz gerne machen möchte, wäre einmal hierhin fliegen, glaube ich. Denn da ist doch, glaube ich, dieser große Rucksack, oder? War das hier? Nee, oder? Das war woanders, oder? Ja, aber irgendwo ist hier ist irgendwo ein Schatz mit einem riesigen Rucksack drin, aber ich finde es jetzt gerade schon wieder nicht. Bestimmt auf 5 Karten gesehen, aber egal, dann lassen wir es, dann holen wir es später. Ich denke auf jeden Fall dran. Ist hier drin. Hoffentlich. Oh, guck mal hier. Zahmas Livern. Oh, Zahmes Jungtier. Da habe ich aber auch schon was zu gesehen auf WoW-Head, dass es das wohl auch als geheime Reitform gibt. Okay. Ich bin gespannt. Ich meine, das Gebiet hier war schon wunderschön, oder? Also selbst wenn das nächste Gebiet nicht so geil wird, ist das hier halt immer noch so schön. Das wird nachhallen auf jeden Fall. Ach, Mann. So, ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Donner Echsen Alpha. Reife Weißglocke. Oh nein, oh mein Gott, Walk is full.
Oh, wie süß ist das denn? Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Oh, wir bekommen den göttlichen Glockenschlag doch wieder zurück. Wort der Herrlichkeit. Was ist denn bitte Wort der Herrlichkeit? Das ist peinlich gerade, ne? Der Einsatz von Wort der Herrlichkeit. Ruf das Licht herbei, um ein verbündetes Ziel, um Gesundheit zu heilen. Ja, weiß ich nicht. Machen wir das. Und dann das und dann das, oder? Weil natürlich auch geil, ne? Wort der Herrlichkeit brauche ich da? Ich bin doch kein Heiler, ich bin doch DPS. Ach Quatsch, Tank. Nur Quatsch am Reden, wir wollen zu Fuß gehen. Ach Mann, ja, wie mit der Berufsausrüstung, das müssen wir umstellen. Das ist ein bisschen störend. Das ist insgesamt cool. Ich finde, ich mag das Konzept, aber solange wir eher nebenbei Berufe machen, stört das halt ein bisschen. Hohes Blätterdach. Erkundet die Küste des Erwachens. Sehr schön. Schon wieder wunderschön, ne? Ach Mann, 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 Mann. Was mache ich hier nur? Das ist so schön. Ah, guck mal hier. Ein kleiner Außenposten. Fruchtbedeckt. Warum das denn jetzt? Okay, der Weg führt jetzt wahrscheinlich in die Ebenen hoch, aber wir gehen ja da lang. Aber wir gehen hier hoch. Nehmen wir aber hier das eine Erz mit. Wenn ich nicht komplett unfähig wäre, ne? Dann lassen wir es, um Gottes Willen. Hallo! Ein Gipfelobservatorium. Hallo! Mist, keine Nebenaufgabenreihe. Abenteurer Rugen. Abenteurer Mephalda. Krintor und Diana. Oder Diana. Ne, Diani. So, Diani. Okay. Und hier haben wir den Gastwirt. Eilveth. Wen haben wir hier noch? Hast du viele Charaktere hier, ne? Hier haben wir Parun. Die Naru haben uns nicht vergessen. Die Rangari sind nicht unbedingt Wildjäger, aber es ist schön, wieder in der Wildnis zu sein. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, seit ich das letzte Mal Gras unter meinen Hufen gespürt habe. Vielleicht kann ich ja noch die ein oder andere neue Technik von den anderen Fährtenlesern lernen. Velania?
Erinnert euch an die Lehren der Vergangenheit. So sehr es mir auch missfällt, diesen Fotokristall namens Zurondor bei uns zu haben, ich kann mir vorstellen, dass er uns noch einmal nützlich sein wird. Es kann nicht schaden, über eine Reihe von Sprengstoffen zu verfügen, wenn man sich im Maul eines Protodrachen wiederfindet. Erinnert euch an die Lehren der Vergangenheit. Subtilität ist nicht meine Stärke, aber eine Entdeckung ist nur dann problematisch, wenn man nicht vorbereitet ist. Indem ich die inneren Kanäle in diesem Arkonit verdichte und in unter Druck stehende Zellen mit Lichtmagie angereichert habe, konnte ich ein Gerät entwickeln, das beträchtliche Luminenzenergie freisetzt, wenn eine interne Bindung beeinträchtigt wird. Ich glaube, in Azeroth nennt man das eine Blendgranate. Möge das Licht euch den Weg weisen. Also das sind normale Drehner, das sind nicht geschmiedete, okay. Wow. Oh, und hier, wie schön der Übergang wieder, ne? Das dampft halt auch, weil das natürlich hier dann zu Stein wird. Ah, ist das geil. Okay. Auf den Inseln findet ihr nichts Besseres. Oh, hier haben wir lehrende Mondfieder. Lehrende Mondfieder. Ich weiß, dass Tanji ihre Routen lieber im Voraus plant, aber ich würde mir wünschen, dass wir uns eher früher als später auf den Weg machen. Wir müssen einen Vorrat an Fleisch und Leder für die Arbeiter der Expedition anlegen. Was immer wir beitragen können, wird helfen. Mit Rala und Sekti. Süß. Del Nadris. Hallo Sanji. Ich habe im Laufe der Jahre jede Menge Jagden in Zuldasa organisiert. Die Dracheninseln sind anders, aber ich weiß immer noch, wo man fette Beute machen kann. Die Protodrachen in der Nähe kann man ohne Jagdgruppe kaum erledigen, aber mit den Basilisken am Fluss könnte das klappen. So sei es. Offensichtlich. Kannst wirklich von jeder Szene ein Foto machen, ne? Ist fantastisch. So, wen haben wir hier? Arbeiterin der Drachenschuppen. Expeditionsspäherin Mirvin. Mit Rabe, Alsklingen und Nova streicheln. Warum lachen wir denn jetzt? Es ist schön, auf Entdeckungsreise zu gehen, ohne dass eine die Welt zerschmetternde Katastrophe droht. Oh je, habe ich das gerade laut gesagt? Ist nicht meine Schuld, wenn es auftaucht. Ich bin ein ganz feiner Kleiner, ganz feiner Kleiner. Pan, die sanfte Hand mit Federchen. Lasst uns handeln. Hallo Reiterin, ich kann euch dabei helfen, verlorene Begleiter wiederzufinden. Mögen eure Taten in die Geschichte eingehen. Oha. Fährtenleser Trota mit Drachenschuppenforscherin und Drachenschuppenforscher und einem gefangenen Protodrachen. Das sieht geil aus. Raus damit. Wäre das ein Gron von Dreanor, würde ein mickriger Fang wie diese dem Jäger, der ihn erlegt, Schande bereiten. Aber was Protodrachen betrifft, sollte das in Ordnung gehen. Enttäuscht die Horde niemals. Hallo, ist da jemand? Ich kann nicht sehen, Igitt. Was habe ich da gerade angefasst? Moment mal. Da ist ein Drachenschuppen-Rekrut drin. Leute, hör mal. Haha, der ist einfach drin. What? Ah, wir haben hier nicht die letzte Nebenaufgabe, ne? Das ist doof. Dann habe ich die irgendwo... Wo habe ich die denn übersehen? Da. Hier von Uktulut. Da waren wir nicht. Wonach sucht ihr? Pixin Funkschnelle. Funkenschelle. Habt ihr Ersatzteile dabei? Diese funktionsunfähigen Rosthaufen sind nutzlose, unberechenbare Brandstifter, genau wie Bixo selbst.
Der magnetosphärische Freizeitberauber, Freiheitsberauber 4400XL steht für die fortschrittliche Zukunft. Er garantiert 34,62% weniger freie Bewegungsmöglichkeit als das Modell 300XL. Der mechanische Augmentationsvorgang war noch nie so effizient wie heute. Blick so. Ach so, wir haben... Ah, okay. Also die arbeiten mit diesen Magnetfeldern und er arbeitet mit diesen klassischen Warcraft 3 Tretminen. Haltet den Motor am Laufen! Wen nennt dieses Blabbermaul Farbdose hier Rosthaufen? Ich werde ihm zeigen, dass der DASS, der druckaktivierte Streitschlichter, ein wahres Wunder der Goblin-Ingenieurkunst darstellt. Was macht es da schon, wenn es manchmal die kleinen Viecher ein bisschen in Brand setzt? Das sind Drachen! Die sind wahrscheinlich immun. Das ist halt auch eigentlich, wenn man mal überlegt, eine so geile Szene, dass sich hier Horde und Allianz streitet um so Belanglosigkeiten wie, wer kann die besseren Ingenieurskunstsachen herstellen, weil die ja früher im Krieg miteinander waren. Das ist total geil. Ich denke auch, dass Allianz und Horde jetzt vielleicht einfach mal dauerhaft Frieden schließen sollten. Ich glaube, was ist das denn hier? Ich glaube, es gibt noch genug Bedrohungen da draußen, die relevanter sind als der Krieg gegeneinander. Welches gilt für die Welt und für die Menschen? Just saying. So, okay. Willkommen auf den Inseln. Grüße, Drachenreiterin. Seid ihr bereit für den Flusslauf des Hohen Blätterdachs? Diese Strecke folgt dem gewundenen Lauf eines nahen Flusses, doch sie bietet Reitern auch eine tolle Übersicht über das Meer. Sie ist auch ziemlich flott, also gut festhalten. Bereit für ein Rennen? Ja, aber erst trinke ich noch einen Schluck. Oh, letzte Rennen. Wir haben alle auf Gold, ne? Okay. Let's go. Der Schwarm möge uns schützen. Geil. Drachenreiten. Ach, guck mal hier. Küste des Erwachens Gold. Erreicht bei allen Rennen an der Küste des Erwachens auf dem Schwierigkeitsgrad normal eine Goldwertung. Transmogrifizierungsbelohnung. Stachelbesetzte Purpurschriftung. Schiftung. Stachelbesetzte... Was ist das denn? Stachelbesetzte Purpurschriftung. Ja, ja, ja. Nehme ich. Ist schick. Jetzt kann ich auch fortgeschritten machen, oder wie läuft das? Mögen euch segnen. Wie schaltet man denn fortgeschritten frei? Muss man erst alle auf normal machen, oder? Okay, wen haben wir denn sonst noch? Wir haben hier noch Kellandor Glutmark, Jagdausrüstung. Ich habe einzigartige Waren. Und ein Amboss. Jetzt ist die Frage, sollen wir einfach mal schmieden? Hat er denn... Weltweise. Hat er das Zeug denn da? Ich glaube, das hier ist das Richtige, ne? Weil tatsächlich können wir ja... Sachen herstellen, die besser sind als unsere. Das ist natürlich alles weg, ne? Ja, come on.
Verwendet Wissen, um Spezialisierung zu erlernen. Berufserfahrung, erste Herstellung. Mhm. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Ich habe ein Rezept bekommen. Ihr haltet Währung. Okay. Hä, wo? Warum habe ich jetzt auf einmal so viel davon? Hä? 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 Trödelt nicht. Okay, weil guck mal hier. Bam! Boah, sauber. Alles hat seinen Preis. Und sogar eine Vorlage haben wir jetzt bekommen. Das ist nämlich die goldene. Beruf. Questbelohnung. Das müsste dann die letzte Nebenquestreihe sein, ne? Weltbeute ist klar. Okay, aber wir haben jetzt keine. Okay, oder wir müssen jetzt zu einem Lehrer, ne? Das ist ja alles viel zu schwer hier. Achso, Schilde? Ah, das könnten wir machen. Nicht gelernt. 335. Crappity crap. Was sucht ihr? Warum darf ich die nicht schmieden? Bewahrt euren Stolz. Verlernt. Aber wir haben das Rezept nicht, okay? Dann müssen wir mal gucken. Brauchen wir einen Schmiedekunstlehrer? Was ist hier los? Mephalda sagt, vielleicht auch nicht, vielleicht bin ich. Nee, hier ist ganz viel, okay. Wer hat die Tränke gebracht? Warum brauchen wir Tränke? Diani wird uns heilen. Ihr geht, euch heile ich nicht, ich heile keine Zwerge. Was? Ich bin kein Zwerg. Keiner von uns ist einer. Was habt ihr gegen Zwerge? Was? Sprecht für euch selbst. Ich könnte ein Zwerg sein. Das seid ihr aber nicht. Ihr seid ein Nachtelf. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich ein Zwerg, der sich als Nachtelf verkleidet hat. Ich kenne euch seit Jahren. Ihr seid garantiert ein Nachtelf. Ihr seid kein Zwerg. Jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder. Es ist nicht Rugans Schuld, dass er Zwerge hasst. Ich hasse Zwerge doch gar nicht. Diana hat doch gesagt, dass sie keinen Zwergen heilt. Rugan, ihr redet immer noch über Zwerge. Wollt ihr uns irgendwas sagen? Ja? Was habt ihr gegen Zwerge? Ich hasse euch alle so sehr. Och, wir lieben euch auch. Haha, wie geil. Wie so eine Raid-Gruppe. Top. Okay. Problem, uns fehlt eine Nebenquestreihe. Oh, okay. Mein Vorschlag wäre jetzt... Jetzt habe ich echt damit einen Punkt verschwendet. Das kann nicht wahr sein. Wir gehen da nochmal hin. Der Wegpunkt fehlt uns ja auch noch. Aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, wo das ist, um ehrlich zu sein. Passt das denn dungeonmäßig jetzt rein gerade eigentlich? Ja, eigentlich schon, oder? Ist noch gar nicht verfügbar. Okay, dann, nee, dann offensichtlich nicht. Was? Eltarus? Okay, ja dann nicht. Ich habe nichts gesagt. Da oben. Inklusive Erz sammeln. Ich finde das echt cool. Ich will nicht, dass ihr denkt, ich mag das nicht mit dem Berufswerkzeug. Ich finde die Idee super, nur aktuell stört mich das halt, dass wir dann auf dem Drachen noch die andere Ausrüstung haben.
Ja, so richtig drauf habe ich es noch nicht mit dem Fliegen, sind wir mal ehrlich. So 100%, ich glaube das noch nicht. Aber ist hier die nächste Nebenquestreihe? Oder hier vielleicht? Ich bin außer Reichweite. Sind die denn im Inventar, diese schimmernden? Nee. Ich bekomme gerade übrigens wieder Schaden. Jetzt nicht mehr. Aber wo sind die denn? Okay, wir haben ja auch noch keine Aufgabe für das Dungeon. Dann kommt da noch was, oder? Werden die dann nochmal angegriffen? Ich glaube, Sidian-Schwarm. Ich meine, wir haben ja auch das Problem des Anführers noch gar nicht gelöst. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das sieht auch noch merkwürdig aus hier. Jetzt wird hier ein Eck fehlen oder so. Wahrscheinlich nicht. Hi, Leute. Expeditionsspähpack. Das hätte ich gerne. Aber... da brauchen wir mindestens zwei für, sagen wir mal ehrlich. Null. Unten. Soll ich denn hier einen Höhleneingang finden, Leute? Danke. Alter, könnt ihr mal aufhören? Es ist so ekelhaft einfach. Ah, hier. Schindschuppenhöhle. Aha. Das ist ja schön hier drin. Ach Gott, die sind schon grün. Die sind ja immerhin inzwischen 65. Ne? Damit haben wir die halbe Levelphase eigentlich schon hinter uns. Was ziemlich verrückt ist, weil wir gerade mal ein Gebiet haben. Aber es ist ja egal. Wir machen ja tatsächlich unabhängig vom Levelfortschritt, spielen wir alle Gebiete ordentlich durch. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das ist zu weit. Die zornige Vergeltung halt auch echt häufiger benutzen, ne? Ah, der Sperrrucksack ist weg scheinbar. Nein, nicht die Schnecke, ach Mann. Viel zu viel Leben, holy crap. Alles für die Schnecke.
Alter. Die toten Drachen. Alter. Können wir die bitte alle besiegen, die ganzen Kaleshi? Ich hasse sie. Die Jaradin. Bestimmt auch in der Nebenquestreihe, ne? Ja. Oder beziehungsweise Dailies. Besiegt die Jaradin. Ich spähe gerade auch so ein bisschen Richtung Ausrufezeichen oder so. Aber. Pier von Uktulut, aber auch keine Nebenaufgaben. Hallo! Hallo! Bewohner von Uktulut. Hapanyut. Kochbedarf. Ja. Jo. Was ist euer Begehr? Was ist euer Begehr? Ja, willkommen bei den Tuska, dressierter Ottok. Tuska-Kind. Ja, ich muss Frozen Throne nochmal richtig spielen. Wie wir gerade eh mal hier sind. Unfassbar scharfes Essen. Nötig Amboss. Aber wir können halt nur das hier oben, ne? Können grobe Speisesalz herstellen. Erhöht auch die Kochkunst. Ich bin ein bisschen vorsichtig, ab wann das gelb wird. Ab jetzt. Trotzdem noch einen Punkt gegeben. Können wir das auch noch machen? Yay, auch noch ein Punkt. Achso, ja, ihr seht es hier oben. 22 haben wir jetzt. Dann können wir das. Das sparen wir uns mal lieber. Okay, danke. Unser nächster Handel wird grandios. Wollen wir darüber reden? Ich glaube eher nicht, oder? Wow. Oh, wie schön. Wow. Dockmeister von... Der verlorene Avilo verkehrt zwischen dem Uktulut-Posten und dem Pier von Uktulut. Zwischen dem Uktulut-Posten. Da! Und dem Pier von Uktulut. Ah, da! Lol. Oha! Den kann ich mir auch nicht entgehen lassen. Sorry, der ist so provokant gerade hier. Ich kann auch angeln. Auch wenn ich kein Tuska bin. Seht ihr das? Das ist lang. Aber auch hier ist nicht die Nebenaufgabenreihe, ne? Wollte ich nur kurz festhalten. Ha, was machen wir denn jetzt? Wie finden wir jetzt am besten die Nebenaufgabenreihe? Wo könnte die denn noch sein? Hier die Ecke?
Angeln auf 25 erhöht, das ist doch schon mal etwas. War es auch schon wieder weg. 25. Ah, es ist schon geil. Das sind die Häuser, von denen geht's hier runter? Moment mal, was ist das denn? Oh, der Gastwirt. Oha. Ah, die als verbündetes Volk wäre schon nice. Die hätten halt die, hier diese Vrykul, ihr wisst schon, und die Tuska machen sollen, statt die nicht geschmiedeten Drenai und die Hochbergtauren. Kipata. Ja, was ist euer Begehr? Ach, gar nichts. Oh. Erneuerter Protodrache, rotes Haar. Ich habe noch bessere Angebote beim Ach nächsten so. Mal. Oh. Es ist schon verrückt, weil die so viele Konzepte hier neu reingebracht haben und die klappen halt einfach, ne? Schon krass. Krass, krass. Krassi, krass. Jetzt wird dieser Tag interessant. Nee, da, also... Ich werde von euch berichten. Sorry. Ich würde gerne mal das Boot sehen, aber es fährt, glaube ich, gerade weg, ne? Hier ist ein gestrandetes Schiff. Ah, guck mal hier. Erelishan. Es gibt viel zu entdecken. Uns ist so viel entgangen. Es ist einfach nicht dasselbe, in den Archiven darüber zu lesen oder die Geschichte der Drachenbrut zu hören. Ich möchte mit eigenen Händen den Staub durchwühlen. Wenn ich dazu beitragen kann, auch nur die kleinste Erinnerung zurückzubringen, wäre das ein Anfang. Wir finden Stärke in Einigkeit. Und das ist toll, dass der den Anspruch hat. Das freut mich. Gehen wir mal die Aufgabe ab und dann... Scheiße. Never ever schaffen wir das. Sitze ich hier wieder, weil diese blöde Kugel leer ist und schaff's nicht. Wartet ab. Aber wie machen wir das mit den letzten Nebenaufgaben? Siehst du das? Das ist doch ein Witz, oder? Okay, was fehlt uns denn für eine Reihe? Fragen wir mal so. Der Schatten seiner Schwingen. Schatten seiner Schwingen. Soll ich nachgucken? Ich weiß es halt nicht. Ha, ich will eigentlich nicht, aber andererseits, es hilft ja auch nicht, wenn wir hier jetzt rumirren ohne Ende. Vielleicht gibt es die ja auch noch gar nicht, das ist so der springende Punkt, ne? Oh Gott. Okay. Da.
Ich bin sofort wieder weg, Leute. Nee, aber was ist denn hier drin? Weltenbrecherwache. Ich habe ihn vor der Küste fliegen sehen. Schadenov. Weltenbrecherwache. Wore Kauzfuß. Ich muss näher hin. Ist das der Questgeber, maybe? Was sind denn Weltenbrecher-Formerinnen? Ist es Weltenbrecher? Ist das jetzt hier Neltarius oder was? Grüße. Ich hätte Trant nie verlassen dürfen. Ich kam hierher, um nach Antworten zu suchen. Diese Drakin wollte Todesschwinge helfen, die Welt zu vernichten. Sie wollte mich in einem Ritual opfern. Ich helfe euch. Möge Anschee euch leid. Behalt euch bitte. Neugier ist gut, aber ihr braucht mehr, um mit mir zu verhandeln. Okay, das sind also wirklich Diener von Neltarius, ja? Okay, hier wäre ich aber nie hingegangen, um ehrlich zu sein. Also... Der Himmel verfinstert sich. Ich bin außer Reichweite. Defekt des Portal? Reparieren. Ich brauche ein Ziel. Schlund von Neltarion. Bizeps von Neltarion. Atem von Neltarion. Bitte was? Waffenmeister Vordak. What the fuck ist hier los? Das ist zu weit entfernt. Die sind jetzt nicht sonderlich stark, tatsächlich. Aber ich suche hier gerade den Schlüssel, oder? Oder können wir, hätten wir den einfach so rauslassen können? Das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Gold. Ich muss näher ran. Okay, der ist defekt. Maybe der? Also ein Questgegner. Der kann also eigentlich... Kann sein, dass man den nachher töten muss. Aber es kann eigentlich nicht sein, wir haben ja gar keine Quest gerade. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja. Map. Einfach aufmachen, okay. Oder so, ne?
Seid ihr hier, um zu handeln? Kauzwurst, aber ist das denn die richtige Quest oder bin ich gerade doof? Nur 30, 46. Woher bekommt man denn diesen Schlüssel? Hä? Das ist zu weit entfernt. Dorventhal, der Auserwählte, ist da oben noch. Es ist alles halt ein bisschen zu hoch gerade. Wir haben ja doch gar keine Aufgabe, ne? Deswegen glaube ich nicht, dass das richtig ist, was ich hier gerade mache. Das lädt immer noch auf. Moin. Schaden geht ganz gut klar eigentlich. Einfach ein Oger. Wer nimmt es denn bitte als Form Oger? Jetzt nicht böse gemeint, aber. Also schon ein bisschen, aber. Dann war das Quark. Dann bekommen wir den Schlüssel hier drin schon mal nicht. Ich bin maximal verwirrt. Wir haben hier Erz. Immerhin. Huh. Boah, hier sind ganz viele davon. Gleich 2 auf einmal. Okay, nee, Weltenbrecherwache droppt man, gebe ich den Schlüssel. Okay, sorry, gut, dass ich nachgeguckt habe, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Artefakt. Trinkt das, um 12 Sekunden lang unsichtbar zu sein. Oh, cool. Insignie der Kirin-Tor. Trash, okay. Ist relativ viel wert, ne? Trash. Da stand jetzt bei, dass das die Wache nur droppt, also nicht die Kultisten. Aber wir haben halt die Quest immer noch nicht, das verwirrt mich. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich bin auf dem Weg. Wie der einfach weggeht. Habe ich nichts mit zu tun. Dein Kampf. Ciao. Hallo. Yeah.
Okay, aber dann sind das echt noch Anhänger von Todesschwinger, ja? Ist jetzt eine andere Höhle? Oder ist sie das? Wure... Ich muss gerade echt mal gucken, ich verstehe es gerade hier nicht alles. Wure Kauzfuß. Okay, also der hat noch keinerlei Questfunktion. Das ist nicht der richtige. Also wir suchen den anderen. Wir suchen Eiersand. Also für ihn gibt es noch keine Quest. Man kann ihm versprechen, ihn zu retten, aber der Schlüssel droppt wohl nicht. Es gibt wohl auch in den Dateien keinen Drop. Ist also nicht lösbar. Wir suchen Ayasanth. Sie! Diese Drachenbrut ist endgültig K.O. Was? Ich verstehe gar nichts. Wir haben sie gefunden, aber können die Quest nicht machen. Aber warte mal kurz. Quest ist auf jeden Fall nicht in unserem Log. ...39, 48. Really? Die Abgesandten brauchen uns. Wir müssen ihr helfen. Das können wir nicht, Baron. Wir sind selbst nur mit Mühe rausgekommen. Wenn die Stimme von Neltharion herausfindet, dass wir gegangen sind. Nun, wenn ihr nicht helfen wollt, finde ich jemand anderen. Oh, da ist jemand. Hallo. Ein Weltenbrecher benötigt eure Hilfe. Baron räuspert sich und fängt an zu lesen. Die Weltenbrecher heißen euch willkommen. Ich bin Baron, dritter Jünger der Stimme Neltharions und ich benötige eure Hilfe. Die Weltenbrecher? Wir sind die Weltenbrecher. Wir dienen Neltharion in allen Dingen. Laut unseren Ältesten wird der Erdenwächter bald aus dem Meer hervorbrechen und Ezreal Frieden bringen. Wir werden helfen, wenn er bei uns eintrifft. Aha. Okay, wir machen mal... Das ist lächerlich. Die Aspekte leben ewig und Neltharion sogar noch länger. Er kann einfach nicht sterben. Okay. Schlagfertige Argumente. Einige der anderen Schüler sind ziemlich fies. Früher war das nicht so, aber dann kam Sygenov und sagte, wir sollten stärker über alles andere stellen. Jetzt kämpfen alle die ganze Zeit. Ich will mich ja wehren, aber ihre Bälge sind zu dick und ich bin zu klein. Aber ihr nicht. Ihr kämpft bestimmt andauernd gegen Fieslinge. Vielleicht könnt ihr ja helfen.
Töte 12 Weltenbrecher-Daktinen. Okay. Kriegen wir hin. Befürchtung eines Kultisten. Eine weitere Außenseiterin kam gestern hier an. Sie nannte sich Abgesandte des Roten Drachenschwarms und bat um eine Audienz bei unserem Anführer, der Stimme Neltarions. Doch die Stimme wurde furchtbar wütend. Er sagte, dass der Erdenwächter uns auf die Probe stellt und dass wir sie hinrichten müssen. Ich weiß, dass wir Fremden nicht trauen sollen, aber deshalb müssen wir sie ja nicht gleich töten. Bitte helf mir, sie zu retten. Sie haben die Abgesandte des Roten Drachenschwarms in einem Käfig unten eingesperrt. Wir treffen uns dort. Okay. Oh nein! Kümmert euch um Baron, Fremdling. Er braucht Anleitung und Härtung. Warum verlasst ihr die Weltenbrecher? Weltenbrecher von wegen. Früher nannten wir uns Kinder der Erde. Dann kam die Stimme von Neltarion. Er sprach von der Rückkehr des Erdenwächters und der Stunde des Zwielichts. Doch das war bloß eine Ausrede für Grausamkeit. Jene von uns, die sich der Stimme widersetzten, erlitten schreckliche Qualen. Jetzt suchen wir Zuflucht, weit von entfernt von diesem Irrsinn. Ja, die Stunde des Zwielichts, das ist doch wahrscheinlich einer von Azeroth, oder nicht? Wir wurden in die Irre geführt. Ich werde zum Rubin-Lebensschrein reisen und Alexstrasza selbst um Rat fragen. Aber nimm die Kleinen bitte mit. Okay, haben wir die Quest gefunden. Sehr schön. Dieser Draktin ist endgültig K.O. Sehr hilfreiche Textbeschreibung, ey. Mein Gott. Sehr schön, 2 von 12. Hier drüben! Endlich Verstärkung. Schickt euch Majordomus Silistra. Die Weltenbrecher sind nur ein Problem unter vielen anderen. Dennoch sind sie ein Problem, das gelöst werden muss. Dieser Schlüpfling bat um eure Hilfe. Vielleicht können wir die Weltenbrecher doch retten. Als wir die Gerüchte eines Todesschwingenkults hörten, befahl Majordomus Silistra mir, diese ehemaligen Schuppengeborenen wieder bei uns aufzunehmen. Wir hatten gehofft, dass es sich einfach nur um ein Missverständnis handelte. Offensichtlich lagen wir falsch. Wir müssen uns um ihren Anführer kümmern. Aber zuerst muss ich aus diesem Käfig entkommen. Findet den Schlüssel und bringt ihn zu mir. Eine von den Wachen hat den Schlüssel zu dieser Zelle. Findet ihn, Beeilung! Mach ich! Ich bin außer Reichweite. Oh, das war ein geiles Vorkommen. Das ist zu weit entfernt. Heieiei, muss man aber auch erstmal wissen, ne? Das ist natürlich sehr schwierig zu finden gewesen. Wie gesagt, das ist ein sehr... Guck mal, jetzt nicht mal ein Weg oder sowas. Das ist schon eine sehr tote Ecke. Zu meiner Verteidigung. Oh. Wundervoll geschmiedet in der Form von Todesschwinges Haupt. Ich muss näher ran. Eieiei. Dafür ein sehr netter Drop, ne? Gut, ihr habt den Schlüssel. Und jetzt macht den Käfig auf, bevor ich mal einen Krampf in meinem Bein bekomme. Endlich, wir müssen uns beeilen. Aber ihr seid verletzt, wir müssen euch zu einem Heiler bringen. Zuerst bereiten wir diesem Theater ein Ende. Ich wurde zwar gefangen genommen, doch die Weltenbrecher spucken im Vergleich zu dem Schattenhammer kaum einen Funken. Zumindest eine Sache, für die ich ein bisschen dankbar sein kann. Okay, jetzt erstmal noch die töten und dann geht's weiter. Okay, also wie gesagt, sehr abgedreht. Finde ich sehr geil. Das ist einfach ein Todesschwingekult. Aber das zu finden ist sehr schwer. Tatsächlich. Das ist jetzt Nummer 6 tatsächlich. Sehr schön. Ups. Ja.
Nein, er ist eingeschlafen. Ich glaube, der hat gar nicht angegriffen gerade. Wie süß. Das ist noch nicht bereit. Ich habe kein Ziel. Nein. Aber wie gesagt, geile Aufgabe. Oder ob es sogar die Obsidian-Festung. Nur das zu finden. Da fehlt irgendwie ein Weg hierhin oder sowas. Weltenbrecher. Ich muss zuerst etwas anbieten. Noch zwei Stück. Eins, zwei oder da drin vielleicht. Ich bin außer Reichweite. Ja, das ist halt schon krass, ne? Jetzt sieht man hier, also der Schwarzdrachenschwarm oder Obsidian-Drachenschwarm ist auf jeden Fall noch nicht gänzlich befreit, wenn es hier sogar noch einen ganzen Kult gibt, der weiter für Neltharion ist. Schon krass. Müssen wir Furorion mal sagen. Oh! Wie sah der Himmel gerade aus, bitte? Wow. Diese krummschuppigen Trottel werden niemandem mehr wehtun. Der Erdwächter dankt euch. Die Stimme von Neltharion hält sich weiter unten auf und verbreitet Lügen unter ihren Anhängern. Er scheint wie ich der Drachenbrut anzugehören, aber er spricht gebrochen drakonisch, als wäre er ein Ungeschuppter. Ich vermute ein falsches Spiel, womöglich eine Illusion. Wenn wir ihn unterwerfen können, wird die Wahrheit sicherlich ans Licht kommen. Syganeth, selbsternannte Stimme von Neltharion und Anführer der Weltenbrecher. Wollt ihr damit sagen, die Stimme von Neltharion lügt? Ganz gewiss. Und wenn wir eure Sippe beweisen können, dass er lügt, werden die Weltenbrecher... ...sich vielleicht ändern. Okay. Im Schatten seiner Schwingen, ja, das ist die Aufgabe ja auch. Okay, wie gesagt, sorry. Habe ich jetzt nicht gefunden, aber hätte ich auch nicht gefunden. Sind wir hier richtig? Was ist denn eine Todesschwinge? Eine schreckliche Tragödie und eine verblasste Erinnerung. Ihr werdet es verstehen, wenn ihr euch gehäutet habt. Was? Ist der da einfach? Wir können ihn nicht befreien. Das wäre schon doof, ne? Oh. Das ist zu weit entfernt. Syganeth ist direkt vor uns. Passt auf euch auf, Champion. Ja, sicher. Ich bin außer Reichweite. Ich muss ihr direkt unbefugt ein, Fremdling. So ist es. Okay. Hallo. Weltenbrecher, hütet euch. Der Fremdling kehrt mit Verstärkung zurück. Sie wollen unsere Jungen verderben. Genug von dieser Farce, Syganeth. Todesschwinge ist tot und kein Kult kann... Ruhe! Oha, Verderbnis. Oh, das sieht nach altem Gott aus. Stimme von Neltharion. Ich unterbreche gerade die ganze Zeit seine Spezialfähigkeit. Finde ich gut. Pah, diese Illusion unterdrückt meine Macht. Sterbt, Eindringlinge. Zorn des Weltenbrechers. Also ist das einer vom Zwielicht, ja? Also aus Cataclysm sozusagen. Von diesem Kult, der Todesschwinge geholfen hat.
das der, der da oben geflogen ist? Ja, ne? Den haben wir also vorhin schon mal besiegt, aus Versehen. Der Schattenhammer ist nicht mit Cho'Gall gestorben und wird auch mit mir nicht sterben. Cho'Gall war, Nee, Schlachtzug. Kann ich gerade gar nicht auswählen. Puh. Mehr werden sich erheben. Er gehört also die ganze Zeit zum Schattenhammer. Einer der letzten. Die Stimme war ungeschuppt? Wir sind getäuscht worden. Erdwächter, verzeiht uns. Alles ist gut, Freunde. Die Fremdlinge sind hier, um uns zu helfen. Mir scheint aber mehr geschadet. Was? Wir scheinen aber mehr geschadet als genützt zu haben. Wir treffen uns auf dem Kamm. Hoffentlich lassen uns die Überlebenden problemlos durch. Na gut, sie haben ja selber eingesehen, dass sie getäuscht wurden, ne? Das ist ja immerhin eine beruhigende Nachricht. Beren. Ja, toll. Und jetzt? Toll. Jetzt wissen die, dass sie vielleicht jahrzehntelang, keine Ahnung, wie lange die jetzt schon von dem gelenkt wurden, einem scheiß Oger gefolgt sind und dachten, das wäre einer von sich selbst, der Ahnung hat. Ah, guck mal, jetzt sind sie gelb. Okay. Okay, sie greifen uns nicht mehr an aktiv. Sie sind zwar noch angreifbar, aber greifen uns nicht an. Die Sippe wird uns beschützen. Natürlich, und dasselbe gilt auch für euch. Die Weltenbrecher sind meine Geschwister. Ich kann sie nicht im Stich... Ich kann sie nicht im Stich lassen. Also gut, falls es euch anders überlegt, seid ihr uns willkommen. Ist sie zweimal da? Ihr habt gut daran getan, diesem Kind zu helfen. Es hat ein gutes Herz und einen scharfen Verstand. Mit der Zeit wird es sich vielleicht von den Weltenbrechern abwenden, aber es jetzt mitzunehmen wäre grausamer. Wir müssen geduldig sein. Heute haben wir die letzte Glut des Schattenhammer-Clans ausgestampft, aber die Weltenbrecher sind eine andere Geschichte. Diese Schuppengeborenen werden neue Erklärungen für ihr Unglück, neue Mythen und einen neuen Anführer finden. Meine Art und ich werden sie im Auge behalten. Sollte sich eine weitere Stimme erheben, werden wir einschreiten. Ihr habt heute Gutes getan. Das glaube ich auch. Nee. Nehmen wir mal. Hier, ein Zweihänder. Ah. Jächön. Der Schatten seiner Schwingen und damit haben wir Besucher der Küste des Erwachens. Wir brechen zum Rubin-Lebensschrein auf. Haltet Schritt, Freunde. Möge euch der Erdwächter Schutz gebieten. Passt auf euch auf, kleiner Barren. Und er bleibt jetzt zweimal hier. Das ist okay. Hoffentlich gefällt dir den Rubin-Lebensschrein, meinen Freunden. Ich würde hingehen, aber die Ältesten sagen, ich soll meinem Weg folgen. Mach bloß keinen Quatsch, ja? Ich will dich nicht irgendwie in dem nächsten Raid als Boss haben, ja? Ja, tu mal so, als wäre der nur einmal da. Okay, geile Aufgabe, da sie ja im Nachhinein wieder ein Bindeglied zu Captain Glissom ist. Sowas mag ich ja sehr gerne, aber sehr schwer zu finden und ein bisschen holprig von der Umsetzung her, würde ich mal so ganz vorsichtig sagen. So, wir gehen jetzt noch dahin, geben die Aufgabe ab mit dem Rennen hier in dem Gebiet und dann vermute ich fast, werden wir aber morgen erst mit der Ebene von Onara anfangen. Einfach nur, weil ich nicht nachts ins neue Gebiet reinkommen will. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu schade. Ich will nur das Erz. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Einfach zu gierig, ne? Ich hätte es einfach lassen sollen. Hihi. Aber wir brauchen es halt, ne? Wow.
Aua. 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 Oder wir machen einfach nachts... Ich tue mich so schwer. Ich esse jetzt gleich was und dann ist die Frage, mache ich dann nochmal oder sage ich dann, wir verschieben das auf morgen, wenn es hell ist? Schon wunderschön, oder? Ich bin echt gespannt auf die anderen Gebiete. Also außer die Werbebilder kenne ich gar nichts. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe nur gehört, es gibt einen Soundtrack, der ist ein bisschen wie hier Grizzly-Hügel. Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was ich halt weiß, ist von den Bildern hier, dass das hier wahrscheinlich eher so gebirgemäßig wird. Uah, ich bin nicht falsch abgebogen, shit. Also das hier wird ja wahrscheinlich eher gebirgemäßig, das hier, keine Ahnung, so Wald, das hier Ebene, klingt für mich so nahgrandmäßig, aber ich habe keine Ahnung. Komme ich da denn jetzt elegant hoch, ne? Boah! Puh, das war aber... Total geplant, natürlich. Okay, dann können wir beim nächsten Mal tatsächlich und durchstarten mit dem zweiten Gebiet. Und es geht Richtung grüner Drachenschwarm. Ich freue mich riesig. Isera, ich bin so gespannt, wie das gelöst wird. Hallo? Hä? Erzähl mir das über die Drachenvölker. Auf den Dracheninseln gibt es überall Orte, die gleitend ausgezeichnet zu erreichen sind. Diese Rennen sind nur unter günstigen Umständen verfügbar und können euch Zusatzbelohnungen einbringen. Passt das zu dem Text? Ich weiß ja nicht. War eher so die Erklärung, was Mehrspielerrennen sind. Gut gemacht. Ich dachte mir schon, dass ihr nicht lange brauchen würdet, um den Dreh bei den Drachenrennen rauszubekommen. Und das war gerade erst der Anfang. Als nächstes sind die Ebenen von Onara dran. Ah, die Ebenen von Onara. Ausgedehnte, freie Flächen, Windböen, ungetrübte Aussicht und noch mehr Rennstrecken. Wie auch schon an der Küste des Erwachens gilt, wenn ihr jemanden meiner bronzenen Kollegen trefft, dann sprecht ihn doch auf die Rennstrecke an. Fliegt einmal auf jeder Rennstrecke der Ebene von Onara. Sonnentüpfel, Hain, Strecke. Moordurchflug. Schluchtflusslauf, Smaragdgartenaufstieg, Marukai-Spurt, Spurt zum Spiegel des Himmels, Stromschnellenstrecke. Hört sich alles cool an. Wir können noch einmal kurz gucken, wie wir unseren Protodrachen anpassen können. Aua. Haarfarbe. Welches Haar? Haare. Ach so, wenn wir Haare hätten, die wir nicht haben, könnten wir die Haarfarbe auswählen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, Leute, beim nächsten Mal machen wir weiter und werden, uns aufmachen ins zweite Gebiet. Da hinten waren wir. Da ist Neltarius. Ne, ich vergesse immer den Namen, ne? Neltarus. Nicht Neltarius, Neltarus. Ne, das schaffen wir never. Der ist einfach tot, wenn wir ankommen. Das lassen wir. Das schaffen wir eh nicht. Also, beim nächsten Mal machen wir ja weiter und werden uns aufmachen ins zweite Gebiet. Ich weiß noch nicht, ob ich das gleich mache oder eben morgen, wenn es hell ist. Es wird halt dann gleich auf jeden Fall Nacht sein. Ich überleg's mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit Dragonflight und mit dem ersten Gebiet. Wir haben alle Nebenaufgaben gemacht. Wir haben alle Rennen gemacht. Wir haben aber nicht alle Abzeichen gefunden.
Aber die würde ich einfach dann nachträglich holen, wenn wir vielleicht Erz sammeln oder so. Weiß ich nicht. Aber ansonsten haben wir alles gemacht. Storytechnisch sind wir durch. Fabelhaft. Mein Resümee nach dem ersten Gebiet. Sowohl die Haupthandlung als auch die Nebenaufgaben. Gerade eben, die waren ein bisschen stockend, wie gesagt. Die war schwer zu finden und ein bisschen... Auch am Ende mit den doppelten Charakteren, weiß ich nicht. War ein bisschen holprig. Auch dieser komische Taure ohne Funktion. Aber von der Idee her, dass die Weltenbrecher und dass das jetzt nochmal einer vom Schattenhammer-Clan war und so Kette Glisse-mäßig, war ja geil. Aber die Umsetzung war so ein bisschen gehapert. Ansonsten super. Also die Hauptstory genial, die Zwischensequenzen, dass wir dann vor allen Dingen auch die eine Cutscene hatten mit Razagev gegen Alexstrasza, Hammer. Und generell, ich bin begeistert. Wenn das so bleibt in den nächsten drei Gebieten, haben wir, glaube ich, wirklich eine fantastische Level-Erfahrung. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ich freue mich drauf. Ciao.